Liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank für den freundlichen Empfang und vielen Dank für die Einladung. In den 5 Minuten will ich 2 Gedanken vortragen, die mir heute für die Europäische Linke wichtig sind. Erster Gedanke: Wir alle wissen, dass der Neoliberalismus die Linke in Europa mehr oder weniger aufgelöst und zerstört hat. Deshalb ist es unsere Aufgabe, in Europa wiederum eine starke neue Linke aufzubauen. Wir sind erst am Anfang. Und dabei müssen wir uns einig darüber werden, was wir machen müssen, um zu diesem Ziel zu kommen. Wir können aus den Erfahrungen in Deutschland berichten. Zunächst einmal, die Linke wird immer definiert über ihr Programm. Aber unsere Erfahrungen zeigen, dass das Programm gar nicht so sehr das Problem war, sondern dass die Arbeitsmethode das erste Problem der Linken in Europa ist. Was meine ich damit? Selbst wenn wir uns alle einig sind, dass der Neoliberalismus zu bekämpfen ist, dass wir eine neue Wirtschafts- und Sozialordnung brauchen, dass wir eine neue Außenpolitik brauchen, die auf die Kriege verzichtet, dann heißt das noch lange nicht, dass wir diese Inhalte in die Politik umsetzen können. Deshalb muss der Schwerpunkt unserer Arbeit darin bestehen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir politisch wirksam werden können. Also steht im Vordergrund die Arbeitsmethode. Wir haben in Deutschland erfahren, dass das Nebeneinander mehrerer kleinerer Parteien uns der Wirkung beraubt. Wir konnten als mehrere kleine Parteien in Deutschland keine große Wirkung erzielen. Als wir uns vereinbart haben, zusammenzugehen, eine gemeinsame Linke aufzubauen, haben wir nicht nur den Sprung ins Parlament geschafft und sind jetzt eine Kraft von etwa 10% in Deutschland, sondern wir haben tatsächlich die deutsche Politik verändert. Und deshalb meine ich, dass wir uns dazu verständigen müssen, dass wir die Kräfte der Linken in Gesamteuropa bündeln. Viele kleine Parteien können wenig bewirken, aber eine politische Kraft, eine linke politische Kraft in jedem europäischen Land hat die Möglichkeit, die Politik zu verändern, und wir sollten diese Möglichkeit ergreifen. Das ist die erste Botschaft, die ich an diesen Kongress richten möchte. Die zweite Botschaft ist folgende. Wir haben uns früher als Linke immer als demokratische Bewegung begriffen. Aber dass wir eine demokratische Bewegung sein müssen, ist niemals so deutlich geworden wie in diesen Tagen. Die parlamentarischen Systeme sind mehr oder weniger aufgelöst. Denn ein Kernpunkt jedes parlamentarischen Systems ist es, dass die Parlamente über den Haushalt beschließen. Aber diese Grundrechte der Parlamente sind nirgendwo mehr begeben. Wir haben jetzt erfahren, dass nicht die Parlamente über die Haushalte beschließen, sondern die jeweiligen Banken. Das ist im Grunde genommen ein unhaltbarer Zustand, dass die Banken das Budgetrecht der Parlamente übernommen haben. Daraus können wir doch nur schließen, dass eine uralte Forderung der Linken, die in den westlichen Staaten nirgendwo realisiert wird, jetzt hochaktuell geworden ist. Es kann nicht so sein, dass die Banken sich selbst verstaatlichen, in der Form, dass sie sagen, solange wir Gewinne machen, arbeiten wir privat, wenn wir aber Verluste machen, dann sind wir Staatsbesitz, dann muss der Staat antreten, um unsere Verluste zu übernehmen. Eine solche Situation ist nur auflösbar, indem die Linke dafür eintritt, dass endlich der Bankensektor wieder in staatliche Verantwortung und in staatliche Regie kommt. Anders können wir die Probleme nicht mehr lösen. Für Europa gilt es zunächst einmal, die nächsten Schritte ins Auge zu fassen. Und wenn wir uns Europa anschauen, dann haben wir eine, und ich sage das als Deutscher gerne, für kleinere Länder nicht hinnehmbare Arbeitsteilung. Die Arbeitsbeteiligung besteht darin, dass die einen Exportüberschüsse in großem Umfang haben und dass die anderen in großem Umfang importieren müssen und sich deshalb verschulden. Wir, die Deutsche Linke, wir sind gar nicht stolz auf unsere Exportüberschüsse, weil wir wissen, dass sie auf der anderen Seite dazu führen, dass andere Länder sich verschulden müssen. Also brauchen wir ausgeglichene Bilanzen zwischen den einzelnen europäischen Staaten, damit mehr Stabilität in die europäische Gemeinschaft einzieht. In der jetzigen
Zeit aber ist es dringend geboten, dazu endlich eine europäische Wirtschaftsregierung ins Auge zu fassen. Es konnte nie funktionieren, dass man lediglich ein europäisches Geld in Euro hat, aber auf der anderen Seite unterschiedliche Finanzpolitiken, unterschiedliche Steuerpolitiken und unterschiedliche Lohnpolitiken. Das kann nicht funktionieren. Wenn man bei dieser Zersplittertheit der europäischen Wirtschaftspolitik bleibt, dann ist der Euro nicht zu halten. Wenn man den Euro halten will und das Gemeinsame der europäischen Gemeinschaft stärken will, dann brauchen wir eine gemeinsame europäische Wirtschaftsregierung. Was jetzt zu machen ist, ist, dass man den Ländern hilft, die von den Finanzmärkten mehr oder weniger bedrängt werden. Es sind die Länder mit kleineren Volkswirtschaften, die jetzt enorme Zinsaufschläge bezahlen müssen, um ihre Haushalte noch zu finanzieren. Deswegen ist der wichtigste Vorschlag, der auch in unserer Resolution steht, die hier verabschiedet werden muss, dass wir endlich Eurobonds brauchen. Das heißt, dass für die Kredite der einzelnen Länder die gesamte europäische Gemeinschaft haftet. Es gibt keinen anderen Ausweg mehr, es sei denn, man will die kleinen Länder in einer Situation allein lassen, die sie selbst überhaupt nicht mehr beherrschen können. Erster Schritt der Stabilisierung sind also Eurobonds. Es ist dringend an der Zeit, diese Eurobonds einzuführen. Es ist der Linken natürlich jederzeit beizubringen, dass wir akzeptieren, dass die privaten Gläubiger, die den Vorteil hatten von vielen Anleihen und von vielen Papieren, die sie gekauft haben, dass bei einem Konkurs einer Bank beispielsweise, dass diese privaten Gläubiger zu beteiligen sind. Dass bei der Zahlungsunfähigkeit etwa irgendeines Landes die privaten Gläubiger zu beteiligen sind. Was aber nicht geht, ist, dass die Regierungen die Spielregeln der Finanzmärkte missachten. Das heißt, wenn man eine solche Beteiligung will, dann muss man sie eben rechtzeitig und zügig durchführen, statt vorher langatmig sie anzukündigen. Man treibt nur die Zinsen der schwachen Länder hoch und das können wir nicht akzeptieren. Auch hier ein Beweis dafür, wir brauchen ein gemeinsames Vorgehen der europäischen Staaten. Das sind die beiden Botschaften, die ich heute überbringen will. Sie heißen in einfachen Sätzen, nur gemeinsam sind wir stark. Zersplittert sind wir mehr oder weniger wirkungslos. Und der andere Satz heißt, wenn wir wieder eine Demokratie werden wollen, dann müssen wir dem Finanzsektor die Herrschaft über die Volkswirtschaften wegnehmen. Wir müssen den Finanzsektor verstaatlichen, damit die Länder wieder in der Lage sind, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Und die Linke muss dabei voranschreiten. In diesem Sinne. Und auch